Wusstet ihr, dass die Firma Goodyear Tires eigentlich gar nicht von Charles Goodyear gegründet wurde? So, liebe Leute, mit diesem Funfact zum Reifen starte ich heute mal in einen kurzen Update- und Themenvlog. Und als Ergänzung dazu, Charles Goodyear ist der Erfinder der Vulkanisation, also eines Verfahrens, was relativ wichtig ist, um Naturkautschuk in Gummi zu verwandeln und damit, um überhaupt Reifen herzustellen. Der gute Mann war Erfinder, Chemiker, ist aber leider zu Lebzeiten gar nicht zu dem Ruhm gekommen, der ihm eigentlich zustünde. Und nach seinem Tod haben zwei Gebrüder meines Erachtens, die die Firma Goodyear gegründet haben, diese nach seinem Namen, zu seinen Ehren sozusagen benannt. Genau. Er starb im Übrigen auch mit argen gesundheitlichen Problemen, weil er sehr viel mit Verbrennungsprozessen und drum hantiert hat. War alles nicht so gesund. Ja, man wusste nicht über alle Zusammenhänge Bescheid seinerzeit. Genau, warum aber jetzt so ein Reifen-Fun-Fact? Ihr könnt es euch vielleicht denken. Ich bin sozusagen im Geiste schon in den Alpen. Ich werde, oh Gott, warum fährt er die ganze Zeit hier so langsam vor mir her? Dann lassen wir ihn erstmal weg. Nee, ich, bitte, pick up. Nein. Ach, Gott sei Dank. So. Ich bin nämlich im Geiste schon in den Alpen. Wir haben es heute den 1. August. Am 8. geht's los. Und da wollte ich euch mal so ein bisschen up-to-date halten. Da werden natürlich auch lustige Reisevideos hoffentlich folgen. Es geht also dies Jahr, wenn jetzt nicht noch irgendwas groß quer grätscht, geht es am 8. in die Dolomiten. Zusammen mit Thomas, aka Duckstyle, einem Kumpel von ihm. Und Jan, aka Camurides. Wir haben das jetzt so geplant, zwei Autos, Mopeds rein bzw. rauf und dann geht's runter. Sind so Pi mal Daumen 8 Stunden Fahrzeit. Je nachdem, wie voll die Autobahnen werden und Grenzkontrollen und bla und Tür und Tott, aber wir sind soweit präpariert mit allen Sachen. Gebucht ist alles, Vignetten sind geordert und. Ein paar Touren sind rausgesucht. Jetzt muss nur noch das Wetter gut werden. Ich habe jetzt schon spaßenshalber für die kommende Woche mal Bozen da die Ecke. Da sind wir dann rausgesucht und ich dachte mir so, oh nee. Wer hat nur dieses Wetter bestellt? Aber ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Und mit ein bisschen Glück wird es auch noch besser. Mein absoluter Plan B, mein Plan A erstmal, der sieht vor hier Street Fighter. Der BMW will es aber wissen. Street Fighter mitzunehmen. Und da unten mal auf einem schön leichten Motorrad Pässe zu jagen. Ich bin aber auch ehrlich, wenn es jetzt hier vollkommen schiffen sollte, ja, also wenn es jetzt wirklich, wirklich schlechtes Wetter angesagt ist, dann werde ich die VfR nehmen. Das weiß ich schon, weil das tue ich meiner armen Gelben nicht an. Bin ich ganz ehrlich, das tue ich ihr nicht an. Was hat denn da? Ach, eine Rebetüte. Aber ich hoffe noch auf gutes Wetter. Und weil ich mit der Gelben plane und nicht wieder so ein Fail wie nächstes Jahr mit 0mm Restprofil haben will, wird die Gute morgen noch zum Händler gehen. Die Reifen habe ich schon zu Hause.
und neue Schlappen bekommen, weil ich habe hinten wie vorne nur noch so knapp über 2 mm. Und ja, nach meinen Erfahrungen letztes Jahr ist das möglicherweise ein wenig zu geringe Restprofiltiefe. Insofern, da hat er mich da gute Thomas dran erinnert, weil der auch noch neu geordert hat, habe ich einen Reifensatz bestellt, der wird noch aufgezogen. Aktuell habe ich hier Bridgestone S21 drauf. Ich habe die Street Fighter mit etwas unter 12.000 Kilometer oder 11,5 gekauft. Jetzt haben wir 15,4 drauf. Und die wären jetzt vielleicht noch so für 500-600 Kilometer gut. Sonst wären sie durch. Also haben eigentlich gut gehalten. Es kommen dann Metzler M9 RR drauf. Ich habe lange überlegt. Eigentlich habe ich nicht lange überlegt. Ich bin da jemand, okay, das ist für mich ein schön Wetterfahrzeug, ja. Ich gebe es zu. Es ist mir auch jetzt nicht so wichtig, okay, wie viel, ob ich jetzt 3, 5 oder 6.000 Kilometer damit schaffe, bin ich auch ganz ehrlich. Also das ist ein Hobby, das verbraucht halt. Deshalb war bei mir so kam nicht wirklich die Überlegung auf, Turnsportreifen drauf zu machen, weil ich zumindest meine subjektiven Erfahrungen her bisher waren, dass mir Sportreifen auf Naked Bikes besser gefallen haben. Das hatte damals mit der MT-01 schon angefangen. Da hatte ich zu Beginn, ich weiß nicht mehr welchen, irgendeinen Bridgestone Turnsportreifen drauf. Der war so lala. Also war okay, ne? Also Reifen sind ja per se heutzutage nicht mehr wirklich schlecht, ja, um das mal wegzuwerfen. Und dann war ich aber da auf den M7 RR gewechselt und das war einfach ein Unterschied. Den habe ich als Laie, ja, und ich bin kein Pro-Fahrer, den habe ich gemerkt, ja. Das hat deutlich besser mit dem Fahrwerk harmoniert und so. Und ich war damit glücklich. So, und als ich die hier gekauft habe, waren S21 drauf. Der ist auch nicht schlecht, ja? Fährt sich sehr gut. Und deshalb habe ich jetzt mal, weil ich auch interessant bin, wie die Entwicklung weitergegangen ist, mich für den M9 RR entschieden. Aus dem Grunde, weil zum einen der Motorradreifentest hat er ziemlich gut abgeschnitten. Er hat relativ viel Profil, baut nicht zu schnell ab, hat gute Regenhaftung. Ja, also wenn man wirklich mal nass werden sollte. Und ansonsten wechsle ich dann von aktuelles hier ein 190er hinten drauf. Aber gemäß den neuen Regelungen müssen ja die Reifenformate rauf, die auch im Schein stehen oder man lässt es eintragen. Würde auch alles gehen. Ich habe mir jetzt mal dazu entschlossen, den 180er, wie es im Schein steht, drauf zu machen. Ja, also wie gesagt, den Unterschied von der Breite, finde ich, sieht man kaum. Und ja, tendenziell wird es ja eher ein bisschen handlicher, ne, wenn da ein schmalerer Reifen drauf ist. Also ich bin gespannt, ich halte euch da auf dem Laufenden. Wie gesagt, jetzt werden einige sicherlich schreiben, nimm Tourensport, hält länger und. Und ja, natürlich, ich brauche keinen Sportreifen, den nutze ich eh nicht komplett aus. Auch das ist mir alles bewusst. Ja. Bin ich engstirnig. Aber meine Devise ist dann da doch die Sportreifen, der hat nun mal eine weichere Mischung. Er bietet dann tendenziell einfach auch ein bisschen mehr Reserve und tendenziell auch ein bisschen mehr Grip und Spaß, ja, als ein Turnsportreifen. Auch wenn man ihn sicherlich nicht braucht. Und ich fahre ja dieses Motorrad jetzt auch nicht mit Schwergepäck oder so. Ja. Also, oder dauerhaft auf der Autobahn geradeaus, ja, wo so ein Angel GT2 oder generell die Tourensportreifen mit ihren unterschiedlichen Mischungen in der Mitte auf der Flanke durchaus ja Sinn ergeben. Ja. Also auf der VFR
würde ich auch nicht zwangsläufig einen Sportreifen drauf machen, weil das Ding einfach mal 280 Kilo wiegt, relativ viel Leistung hat. Da wahre ich die These aufzustellen, dass die einen Sportreifen relativ schnell runterschrubbelt. Ja, also ist das sozusagen mein Plan für nächste Woche, bevor es in die Alpen geht. Ansonsten Sachen packen, ich werde mir da nichts, oder ich brauche jetzt erstmal nichts Neues. Je nachdem, wie die Wetteraussichten sind, wird vielleicht noch das Motorrad gewechselt, aber die VFR ist auch fahrbereit. Also die hatte ja letztes Jahr dann nach den Alpen neue Bremsklötze bekommen, neue Reifen. Also das passt alles wieder. Und im Notfall kriegt die eben noch ein paar Kilometer rauf. Das ist dann eben so. Im Idealfall aber nicht. Und ansonsten werde ich die dann, die Street Fighter oder VFR, also das Motorrad, welches es wird, fahre ich dann Ende kommender Woche. Nee, doch, ja, wir haben ja noch Sonntag. Ende kommender Woche zum Jan. Das wird dann verladen, verzurrt. Und dann am 8. sammelt er mich ein und wir juckeln fröhlich und mit viel Vorfreude in die Alpen, um dort ein bisschen Spaß zu haben. Hoffentlich mit der Gelben. Tja, das soll es dann also erstmal gewesen sein zu diesem kurzen Update, was hier raufkommt, was jetzt ansteht. Und ich halte euch dann hoffentlich zeitnah mit schönen alten Videos auf den Laufenden. Hier hat es geregnet, so ein Mist. Es wird die dreckig. Naja, egal. Ja, das war's dann erstmal. Kommentar, Like, Abo würden mich freuen. Und ansonsten sieht man sich im nächsten Video. Viele Grüße, Stefan vom Top Club.